Wir sind live. Nice. Kannst du mal schauen, ob wir live sind, Tommy? Ja. Ist Base 5 live oder bin ich jetzt über meinen Account live? Base 5. Hallo. Base 5 ist live. Kommt auch alle live. Los. Jetzt. Ne, wir sind noch live. Hallo Martin Zaprotzki. Schön, dass du dabei bist. Hey Oskar, ich bin schon da. Komm. Komm zu uns. Bist du im Kopf? Ja. Boah, Punkt 18 Uhr geht hier alles online, was geht. Larry lifts und jetzt kommt der Mann für heute Abend, der Coach für heute Abend. Oskar? Ja, hallo! Na? Hallo. Wie geht's? Ja, gut. Und dir? Ja, auch gut. Gespitzt? Ja. Hey! Ab ins Hallo, Bett, Levi. Die Nala schläft schon. Jetzt wird Sport gemacht. Warten wir noch kurz, ja? Bis alle am Start sind und gemeinsam mit uns Gas geben werden. Ich hoffe, die 100 knacken noch. Wie war dein Tag, Oskar? Was? Ja, ganz gut auch. Was hast du schon gemacht? Ich will sagen. Heute waren wir ein bisschen draußen und... Verraten. Wo warst du im Garten, oder? Ja, und wir sind eine Runde im Viertel gegangen. Bisschen spazieren gewesen? Ja. Fällt einem ja die Decke auf den Kopf, gell? Ja, es geht mit dem Garten noch, aber sonst... Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Sehr schön. Ja gut, mein Lieber. Hallo erstmal an alle, die mit dabei sind. Wir hoffen, ihr hattet alle einen schönen Tag draußen auf Balkonien oder im Garten. Wir haben gehört, dass einige Lehrer ihre Schüler motiviert haben, heute mit dabei zu sein. Also wir sind gespannt, wer da alles mitmacht. Also alle, die irgendwie von ihren Lehrern dazu motiviert, fast hätte ich gesagt, genötigt, wurden mitzumachen, dürfen einfach mal winken, kurz Hallo sagen. Wir haben heute Family and Kids auf dem Programm und da haben wir uns Verstärkung geholt, weil unsere kleine Maus liegt schon in der Falle und wir haben einen Coach Oskar mobilisiert. Hallo! Oskar, vielleicht stellst du dich mal kurz vor. Wie alt bist du? Woher kennst du die Base? Also, was machst du so? Ich bin der Oskar, ich bin 10 Jahre alt, gehe jetzt in die 4. Klasse. Wir haben uns kennengelernt, glaube ich jetzt, über euch, also über dich und die Tami und halt über meine Eltern. Und ja, dann ist halt eine Freundschaft entstanden. Ja, yeah, genau. Und deswegen trainieren wir jetzt zusammen. Weil wir nicht können, weil wir nicht gemeinsam trainieren können, trainieren wir jetzt über Instagram gemeinsam. Ja. Geil. Sehr schön. Genau so ist das. Oskar ist begeisterter Mountainbiker auch. Skifahrer, gell? Alles, was man halt so macht in Tirol. Wir starten einfach mal ganz locker mit ein bisschen Bewegung. Oskar, du startest einfach mit dazu. Und wir legen mal los, so ein bisschen mit Schwingen des Beins. Schön locker vor und zurück. Genau, wir müssen ein bisschen gucken, wie man uns alle gut sieht. Einfach ein bisschen in Bewegung kommen nach dem ganzen Tag. Den ganzen langen Tag. Vielleicht der ein oder andere verbringt doch viel Zeit auf der Couch. Vielleicht verbringen die Kinder auch viel Zeit auf der Couch. Das müssen wir natürlich ändern. Wichtig ist, wechselt mal die Seite. Wichtig ist, wir haben uns gesagt, wir machen Family and Kids. Es wird hier heute kein
Kinderprogramm, mit dem der ein oder andere rechnet, sondern vielmehr soll da wirklich gemeinsam trainiert werden. Family und Kids gemeinsam, weil gerade wir Erwachsenen können ganz, ganz viel von den Kids lernen, wie sie sich bewegen und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich perfekt, wenn man gemeinsam Sport macht. Stell dich mal mit beiden Füßen an den Boden, kreist die Hüfte schön, weil wir können die Kids motivieren, die Kids können uns motivieren und wir können gegenseitig voneinander lernen, weil gerade so dieses Thema Move Like Kids ist super wichtig für uns Erwachsene auch in unserem Alltag, in unserem sitzenden Büroalltag. Dreht mal in die andere Richtung, weil wir einfach oft so dieses kindliche Bewegen und Spielen verlernen. Ich weiß nicht, wie viel es von euch gibt, also jetzt speziell die Erwachsenen angesprochen, die noch regelmäßig auf Bäume klettern. Bei Kids leider auch nicht mehr so häufig, aber Oskar, ihr habt einen Garten. Bei dir geht das vielleicht schon noch ab und zu mal. Fangen wir an, locker ein bisschen zu springen. Erstmal beide Arme mit nach vorne. Große Bewegung machen. So. Ja, aber. Dann kombinieren wir das Ganze ein klein bisschen. Ihr kreist beide Arme rückwärts, bleibt in schönen Sprüngen. Und dann lasst ihr mal die Arme rückwärts kreisen, springt auf den linken Fuß. Und dann auf dem rechten. Jawohl. Jetzt nehmen wir nur einen rechten Arm und kreist den nach hinten. Ja. Und dann nehmen wir den linken mit dazu nach vorne. Ja, gut. Die Arme bleiben und ihr springt wieder auf den linken Fuß. Und dann wechseln die Arme, der linke geht nach hinten und der rechte geht nach vorne. Jawohl, super. Probiert es aus. Lasst euch da Zeit. Und dann ganz locker. Sehr schön. Ein bisschen hin und her hüpfen noch. Dann stellt euch mal ganz fest auf den Boden und macht so richtig schöne, große, weite Kreise. Ihr könnt immer, wenn ihr in die Mitte kommt, so leicht in die Knie gehen und euch dann wieder nach oben in die Streckung bringen. Macht euch ganz, ganz lang. Jawohl, Oskar, läuft, oder? Ja. Sehr schön. Perfekt, ist auch überhaupt nicht verzögert. Das heißt, wir können unser Programm sehr schön durchziehen. Der Oskar hat euch ein richtig schönes Programm heute zusammengebastelt. Also wir haben gemeinsam vorhin schon telefoniert, Videos hin und her geschickt. Es wird euch auf jeden Fall ein ordentliches Programm erwarten. Also alle Erwachsenen, die denken, hey, jetzt ist Session für Kids, ich mache woanders mit, bleibt da. Es wird anstrengend genug für euch. Das versprechen wir euch. Wir gehen jetzt nämlich gleich in unseren Animal Moves Block. Tami und Oskar zeigen euch schnell die Übungen. Und zwar geht's los. Oskar, du weißt eben mit dem Bärengang. Das ist die erste Übung. Zeig die mal kurz. Und zwar Vierfüßlerstand. Die Knie sind ganz knapp über dem Boden. Und dann, jawohl, perfekt, so sieht man dich super. Und dann gehen wir langsam vor und zurück, immer die Matte vor und wieder zurück. Wir machen das Ganze gleich auf Zeit. Wir zeigen euch erst kurz alle vier Übungen. Danach kommt die Krabbe dran. In Rückenlage. In Rückenlage wandern wir langsam. Jawohl, Oskar, perfekt. Schiebt den Po richtig schön weit nach oben. Genau, und dann geht es wie eine Krabbe vor und zurück. Super. Dann kommt der Affe. Wie läuft der Affe, Oskar? Ja, immer so kleine Sprünge nach vorne und wieder zurück. Perfekt, hey. Das schaut richtig schön geschmeidig aus bei dir. Und dann kommt noch der Gorilla. Der Gorilla macht immer so eine Drehung. Jawohl, einmal nach rechts und einmal nach links. Das sind unsere vier Übungen. Und wir machen die auf Zeit. Genau, genauso wie der Oskar es jetzt macht. Vorwärts und rückwärts. Und zwar 30 Sekunden lang mit 15 Sekunden Pause. Oskar, mit was fangen wir nochmal an? Mit dem Bärengang. Jawohl. Sehr schön. Dann starten wir in 5 Sekunden geht's los. Macht euch alle bereit. Alle in den Bärengang. Knie sind ganz knapp über Boden und die Zeit läuft langsam nach vorne und nach hinten. Jawohl, super. Sehr schön. Langsam vor und zurück. 12 Sekunden noch.
Die Schultern arbeiten, der Rumpf arbeitet mit Arm-Hand-Koordination. Noch 3 Sekunden. 1 Sekunde. Und stopp. Sehr schön. Was kommt jetzt, Oskar? Die Krabbe. Jawohl. Warte noch kurz, es geht gleich weiter. In 5 Sekunden. 3, 2 und los geht's. Kleine Bewegungen. Vorwärts. Und rückwärts. Super, dass du es seitlich machst. Könnt ihr alles schön sehen. Jawohl. Drückt euch richtig schön weg vom Boden und schiebt den Po so weit wie möglich nach oben zur Decke. Super. Noch 5 Sekunden. 2, 1 und stopp. Sehr schön. Der Affe als nächstes, oder? Machst du uns wieder vor? Aber tiefe Position und los geht's. Ganz sanfte Landung. Und wenn ihr am Ende der Matte seid, geht's wieder rückwärts zurück. Ich habe zwar noch nie einen Affe rückwärts springen sehen, laufen sehen, aber ich habe auch noch nie einen Affe gesehen. Wieder zurück. 15 Sekunden. Ja, aber nach vorne. 10 Sekunden noch. Super, Oskar. Ganz, ganz stabil. Nach vorne und nach hinten. Sehr gut. Jawohl, und stopp. Sehr schön. Der Gorilla ist dran. Ja. Starten wir direkt in den Gorilla. Das heißt, mit so einer leichten Drehung. In 4, 3, 2 und auf geht's. Jawohl, passt auf eure Kids auf. Das geht jetzt speziell an die Eltern. Genug Platz. Nach rechts und nach links. Und dann geht's schön immer wieder vor und zurück. Jawohl. Jetzt haben wir schon mehr aus wie ein Gorilla, der ein Rad machen will. Richtig schön wegdrücken. Super. Die letzten 3 Sekunden. Und stopp. Sehr schön. Starten von vorne. Runde 2, oder? Wie läuft der Bär? Zügig vor und zurück jetzt in Runde 2. Bereit machen, Oskar? 3, 2, 1 und los geht's. Kleine, schnelle Bewegungen. Nach vorne und nach hinten. Sehr schön, noch 15 Sekunden. Auf geht's. Stellt euch alle vor, ihr habt ein Glas Wasser auf dem Rücken. Dasselbe, dieselben Coaching-Cues wie bei den Erwachsenen. Das ändert sich überhaupt nicht, außer dass die schwerer verstehen. Und stopp. Sehr schön. Wir gehen in die Krabbe. Das heißt, wieder in Rückenlage. Macht euch bereit. In 5, 3, 2 und ab geht's. Langsam vorwärts. Und wieder zurück. Alles klar, Oskar? Ja. Sehr schön. Erzähl mal, wie schaut momentan dein Schulalltag aus? Wirst du von daheim unterrichtet? Also, ja, schon ein bisschen. Stopp. Nächste Übung. Du kannst einfach während der Übung noch weiter erzählen. Ja, und wir haben jetzt von der Bienenklasse, also das ist unsere Klasse, so eine Bienenwand bekommen. Okay. Starten wir wieder mit dem Affe. Starten wir mit dem Affe, dann geht es weiter. Jawohl. Wo so Arbeiten eben raufgeladen werden, die man dann ausdrucken kann. Und man kann auch so Sachen dazu posten oder Kommentare schreiben. Ach was. Und habt ihr das vorher auch schon gehabt? Na, das haben wir seit der Woche eigentlich. Sehr schön. Und stopp. Kurze Pause. Super. Hey, wie easy du erzählen kannst und die Übung machst. Mega. Der Gorilla ist wieder dran. Und funktioniert es gut, oder? Ja. Perfekt. Also, funktioniert. Komm, los geht's. Und los geht's. Sehr schön. Super. Schön, lockt er nach rechts und nach links.
vorwärts und rückwärts. Also, 15 Sekunden. Sieben, fünf, drei, zwei, eins und stopp. Sehr schön. Kurze Pause. Lassen wir es bei zwei Runden. Ja. Das war jetzt ja quasi unsere Animal Moves genutzt für die Aktivierung vom Rumpf. Für die Schultern, für den Bauch, Rücken, alles dabei, die Hüfte. Und jetzt gehen wir in unsere, normalerweise würde ich sagen, Movement Preps. Wir machen jetzt mit unseren Animal Moves weiter. Und zwar verpacken wir das Ganze in den Storchengang, in das Pferd und in den Wurm. Genau, der Oskar zeigt euch mal den Storch. Einfach immer auf die andere Mattenseite, dann drehen und genauso wieder zurück. Das machen wir vier Längen. Auf geht's. Ja, starte gleich los. Dass die Beine streckt und immer mit den Händen zum Boden nach unten tief gehen. Jawohl, dann dreht euch rum. Vorne des Beines durchgestreckt. Zieht euch weit nach unten. Jawohl. Wir machen ein paar Schritte. Sehr schön. Und dann kommt meine Lieblingsübung, das Pferd. Oskar, wie sieht das Pferd aus? Also, wir denken wir auf einem Sattel stehen und gehen dann so. Yes. Drehen wieder um und gehen wieder zurück. Jawohl, das machen wir auch vier Längen. Sitzen auf dem Sattel, langsam nach vorne, dann drehen und wieder zurück. Super. Jawohl. Letzte Länge. Sehr schön. Und dann kommt als letztes noch der Wurm. Oskar, du hast bei unserer letzten Einheit immer mitgemacht. Wie heißt der Wurm normalerweise bei uns? Weißt du das? Handlauf. Wir machen den Wurm, genau. Die Knie komplett gestreckt. Jawohl, dann gehen wir quasi in die Kobra, schieben den Po wieder zur Decke und laufen mit den Füßen hinterher. Das machen wir so zweimal weit nach vorne und wieder zurück. Sehr schön. Haben wir uns schön gelockert. Dann dürft ihr, wenn ihr wollt, einen Schluck trinken. Ansonsten starten wir gleich mit ein bisschen Action, oder? Oskar, wie sieht's aus? Locker Hampelmann erstmal. Ja. Ein bisschen um Bewegung reinzubringen, Puls nach oben zu bringen. Schön locker. Auseinander und zusammen. Und roll. Okay, Oskar, dann bleiben die Arme, wie sie sind, und die Füße gehen vor und zurück. Ah, ein bisschen was für den Kopf gleich dabei. Genau, die Arme machen weiter, die Beine gehen vor und zurück. Super. Dann gehen wir mit den Armen auch vor und zurück. Sehr schön. Jawohl, das kann zu Hause jeder mal mitmachen. Jeder probieren. Die Arme bleiben in der Bewegung und die Beine gehen nach außen und wieder in die Mitte. Sehr schön. Und dann kommen wir wieder in den normalen Hampelmann. Und dann locker ein bisschen laufen. Ganz locker ein bisschen laufen. Nehmen wir die Fersen zum Po, ein bisschen durchs Zimmer laufen, durch die Wohnung.
Genau, ganz, ganz locker. Mal die Knie nach oben nehmen. Jawohl, das ist geil. Schön die Arme seitlich am Körper. Okay, pass auf, wir machen jetzt folgendes. Oskar, nimmst du mal dein Handtuch. Und alle anderen natürlich auch. Gehe nicht davon aus, dass hier irgendjemand bei den 60 Leuten ist, der nur zuschaut, sondern alle machen mit. Mit der ganzen Family, das heißt, es sind 200 Leute ungefähr. Wir laufen jetzt ganz locker auf der linken Seite neben unserem Handtuch, so etwas davor stehen und dann gehen wir immer mit dem Fuß, mit dem äußeren Fuß über das Handtuch drüber und wieder zurück. Genau, also immer nur so einen Schritt nach drüben und wieder zurück in die Mitte. Bleibt ruhig mal so in der Geschwindigkeit ganz locker erstmal reinkommen. Genau, das ist jetzt unser erster Gang. Wir haben drei Gänge. Im zweiten Gang werden wir ein bisschen schneller. Jawohl, auf geht's, Oskar. Ein bisschen schneller werden. Sehr schön. Und dann Vollgas, auf geht's. Richtig Gas geben. Noch drei, zwei, eins und start. Sehr schön, die Beine lockern. Und dann haben wir immer rechts und links, gell? Jetzt ist die andere Seite auch noch dran, oder? Ja. Jawohl. Alles klar. Fangen wir erstmal im ersten Gang an. Ganz locker. Immer mit dem Fuß über das Handtuch rübersteigen. Und wieder zurück auf die rechte Seite. Okay, Gang Nummer 2, wird ein bisschen schneller. Und Gang Nummer 3, Vollgas. Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Noch 3, 2, 1 und stopp. Sehr schön, die Beine ausschütteln. Dann gibt es noch eine Frei für dich, Oskar, und für alle anderen. Ja. Yeah. Sehr schön. Und dann machen wir jetzt eine Übung. Die können alle, die nicht alleine trainieren, zu Hause genauso nachmachen, einfach mit euren Kids, mit den Eltern. Wenn die Eltern auf der Couch rumflacken, dann holt sie euch her. Wir machen folgendes. Und zwar, sei denn, die Mami passt gerade auf den kleinen Bruder auf, dann ist natürlich okay. Dann, ihr legt quasi das Handtuch so zwischen euch. Oskar, du machst einfach mit, legst auch das Handtuch vor dich und auf das Kommando schnappst du dir das Handtuch so schnell, wie es geht. Okay? Wir machen genau das Gleiche, bei uns ist eben nur ein Zweikampf. Okay, wir machen uns groß, Arme schön breit nach oben und auf mein erstes Kommando Hep gehen wir in eine tiefe Position. Genau, auf mein zweites Kommando sprinten wir auf der Stelle und auf das dritte Kommando schnappen wir uns das Handtuch. Okay, so schnell es geht. Handtuch liegt in der Mitte, schön groß machen, ganz locker auf der Stelle laufen und Hep. Jawohl. Gas geben, Gas geben. Komm, 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 schneller. Oh, der geht schon schneller. Wow. Mann, Mann, Mann. Okay, Runde Nummer 2. Das Handtuch kommt wieder in die Mitte. Und jetzt machen wir genau das Gleiche. Aber in dem Sprint sage ich immer Körperteile an. Wenn ich sage Ohren, greif mal die Ohren, immer mit beiden Händen. Wenn ich sage Knie, greif mal die Knie. Wenn ich sage Po, hauen wir uns auf den Po. Wenn ich sage Oberschenkel, passen wir uns an die Oberschenkel, okay? Yes, genau. Pass auf, wir starten. Schön groß machen. Hep. Hep. Und Ohren. Hoch. Oberschenkel. Knie. Füße. Wieder weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ohren. Nase. Unentschieden. Sehr schön. Kurze Pause. Stark, Oskar. Ein bisschen durchatmen. Schnappt ihr ruhig auch mal einen Schluck zu trinken. Alle anderen auch. Holt euch was zu trinken. Atmet ein bisschen durch. Sehr schön. Hier eine dritte Runde brauchen wir noch. Eine dritte brauchen wir noch? Ja, klar. Okay. Tami sagt, wir brauchen noch eine dritte Runde. Oskar, was sagst du? Von mir aus gern. Tami sagt dann. Wir haben abgesprochen, wir zwei. Nochmal genau gleich.
schön. Stark. Ich habe es nämlich gewonnen. Ja. Sami hat gewonnen. 2-1 oder 3-0, bin mir nicht sicher. Okay, Lieben, ihr merkt schon, das Training von den Kids bei Family und Kids ist nicht wirklich ein großer Unterschied zu dem, was wir Erwachsene machen. Auch von der Intensität her funktioniert das super. Das heißt, es gibt überhaupt gar keine Ausrede, dass man nicht mit den Kindern gemeinsam trainiert und dass man die Kinder nicht zusätzlich zum Training um 18 Uhr mit der Base dazu nimmt. Also ab sofort immer Kids und Eltern gemeinsam. Jetzt kommen wir zum Kraftblock. Oskar, du hast schon richtig schön was vorbereitet, ne? Das wird eine ganz schön üble Kiste heute. Bin ich echt gespannt. Okay, du zeigst mir mal kurz die Übungen. Übung Nummer 1. Was war das? Die Plank. Genau. Gehen wir in die Plank. Sehr schön. Genau so. Eine schöne gerade Linie. Ihr schiebt den Boden nach unten weg. Jawohl. Perfekte Position. Sehr schön. Kannst den Kopf noch ein bisschen höher nehmen? Ja, super. Sehr stark. Übung Nummer 1. Übung Nummer 2 ist der Squat Kick. Weißt du den noch? Genau, immer tief gehen. Immer tief gehen. Schau kurz her, Oskar. Immer tief in die Hocke, dann hoch und dann den Kick. Wieder tief und wieder hoch und Kick. Ja, genau. Immer wenn wir oben sind, kommt der Kick. Und da können wir dann schön über die Frequenz gehen. Übung Nummer 3. Das sind die Liegestütze. Die Tami geht mal in Liegestützposition. Und du hast gesagt, es gibt dann immer Kommandos von dir, gell? Was ist Kommando 1, ja. 2, 3 und 4? Also die rechte Hand ist Kommando 1. Ja. Linke Hand Kommando 2. Rechter Fuß Kommando 3. Und linker Fuß Kommando 4. Perfekt. Und du sagst dann im Block die Kommandos an, gell? Ja. Perfekt. Alles klar. Dann kommen wir zu Übung Nummer 5. Auch mega. Das ist die Banane. Zeig uns die Banane kurz. Bisschen was für den Bauch. Der Sommer kommt, gell? Jawohl. Schön abbremsen, stabilisieren. Die Füße berühren nicht den Boden, wenn es geht. Und wieder zurück. Sehr schön. Super. Und dann als letztes haben wir noch, boah, da wollte ich jetzt den Boden auch noch sauber machen. Liegestütz mit Knie ranziehen. Da braucht jeder ein Handtuch. Genau. Jetzt platziert wieder beide Füße auf dem Handtuch, damit es schön rutscht. Liegestützposition und dann die gebeugten Knie nach vorne ziehen. Jawohl. Ne, ohne Liegestütz. Genau. Wer möchte, kann natürlich Liegestütz mit dazu nehmen. Aber wichtig ist ein schön stabiler Rumpf. Wow, haben wir 5 Übungen. Wie viele Runden machen wir? Was sagst du? 2, 3. 2 Runden. 2 Runden ist gut, ja. Perfekt. 2 Runden, 40 Sekunden Belastung und 15 Sekunden Pause, oder? Das reicht. Ja. Perfekt, das machen wir so. Optimal. Dann würde ich sagen, starten wir sofort. Schnappt euch auch alle schnell was zu trinken. Wischt euch nochmal den ersten Schweiß vom Warm-up ab. Und dann geht's gleich los. Erste Übung ist der Plank. Macht euch alle bereit, Oskar. Wir legen los in 10 Sekunden. Bist du bereit? Ja. Er ist schon längst in der Plank. Okay, in 3, 2, 1 und los geht's. Erstmal nur halten. In der Position kann man ein bisschen quatschen, Oskar. Du freust dich, wenn die Schule wieder losgeht, eigentlich richtig? Ja, eigentlich schon, weil man sieht, man hat jetzt nicht so viel Austausch mit den Freunden und so. Halt, man kann telefonieren, schreiben, aber man sieht sich halt nicht wirklich persönlich. Ja, das ist nervig, ja. Und immer nur ja. Die Eltern ist auch doof. Ja. Sorry, Wolfi. Sorry, Amerika. Aber das sehen die Eltern bestimmt auch manchmal so. Ja. Haben sie auch recht. Beide Seiten haben recht. 5 Sekunden noch. 3, 2, 1 und stopp. Sehr schön. Übung Nummer 2 sind unsere Squats mit dem Kick. Schau immer, dass der rechte Fuß zur linken Hand geht und umgekehrt. In 5 Sekunden geht's los. 3, 2, 1 und ab geht's. Und Kick. Tief, Kick, tief, Kick. Jawohl. Sehr schön. Super. Da kann man jetzt schon nicht mehr so gut quatschen, weil. Aha, Oskar, wir sehen. Du gibst trotzdem schon fürs Trainfahren und hast ja eine kleine Chance, das Bike
Sauber. Perfekt. 4 Sekunden noch. Und stopp. Sehr schön, Oskar. Jetzt geht's ab. Du sagst immer 1, 2, 3 und 4. Und wir heben die Arme und die Beine. 5 Sekunden geht's los. Und los geht's. 1, 2, 3, 4. 2, 4. 3, 1. Langsam. Das ist schon okay. 4, 1, 2, 4, 3, 2, 1. Ja? 1 und 4. 4 Sekunden noch. 1, 2, 3, 4, 3, 1. So, und stopp. Cool. Yes. Halleluja. Gib der Gas. Jetzt kommt die Banane. Du willst dir was für den Bauch? Die Mädels in der Schule werden Augen machen, wenn du mit dem Sixpack im Sommer da stehst. Hey, auf geht's! Bist du nur da? Ja! Jawohl, noch 15 Sekunden. Sehr schön. Füße berühren nicht den Boden, Tani. Ihr kriegt schon 18 extra unten hier. 4. So. Und stopp. Sehr schön. Und jetzt kommen wir noch zum Boden wischen. Handtuch schnappen. Alle in Liegestützposition. Handschuh bereit und los geht's. Ja, immer schön die Knie zur Brust ziehen und nicht zu schnell, vor allem beim Zurückgehen. Ganz stabil zurückgehen und richtig schön gründlich den Boden wischen. Mal so ein bisschen nach rechts, mal nach links. 20 Sekunden noch. Super. Jawohl. Letzten 10 Sekunden, dann geht's gleich in die zweite Runde. 5, 3, 2, 1 und stopp. Sehr schön, da brennt der Bauch. Super. Stark, Oskar, es geht wieder los mit Übung 1. Plank, oder? Bereit machen. Und die Zeit läuft. Oskar, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, wegen Musik beim Trainieren. Was ist denn so deine Lieblingsmusik zum Trainieren oder was hört man so bei euch in der Schule momentan? Also, ich höre recht gern so was Fetziges, wie zum Beispiel Rock oder so. Dann höre ich aber auch gern wieder mal was Ruhiges. Also, es ist wirklich unterschiedlich bei mir, was ich so höre. Okay. Und dann höre ich mir wieder mal Geschichten an. Ach, cool. Sowas. 2, 1 und stopp. Also so Hörbücher. Was? Ja. Was hört man bei euch so zum Trainieren? Naja, es ist halt so. Und weiter geht's. Doch, Oskar. Weiter geht's. Jetzt darfst du gleich weiter, jawohl. Was hört man so im Sport für Musik? Also, der Papa und ich trainieren jetzt nicht so oft, weil wir nicht so oft. In der Schule hören wir oft so. Ich weiß jetzt nicht, wie man das so richtig nennt, aber halt so Kindersportlieder oder so was. Okay, geil. Kindersportlieder. Noch 5 Sekunden, noch 2 Wiederholungen. Komm, auf geht's. Ja. Und stopp. Hast du ein Beispiel, wie das kann? Und hast du gesagt, Ed Sheeran geht immer, oder? Ich bitte? Ich hab's gerade mit gut gehört. Warte, starten wir erst in Liegestützposition. Ja. Liegestütz. Und du sagst wieder die Zahlen an.
Eins. Die Zahlen von dir? Zwei. Drei. Lila, vier. Zwei. Drei. Vier. Eins. Jawohl. Drei. Eins. Vier. Drei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Zwei. Eins. Jawohl. Drei. Und stopp. Sehr schön. Banane. Einmal noch die Banane. Boah, einmal noch den Boden wischen und dann geht's nochmal richtig ab. Ja. 2-1 und los geht's. Lass die Beine schön gestreckt. Locker vor und zurück. Ohne dass die Fersen den Boden berühren. Jawohl, gib Gas. 10 Sekunden. Spannung halten, Oskar. Komm, die letzten Sekunden für den Bauch. Dann geht's nochmal für den Bauch. 2 und stopp. Sehr schön. Jetzt wird der Boden nochmal richtig schön gewischt. Erst voll schwitzen und dann sauber machen. Voll sich machen, Papa. 5, 3, 2 und ab geht's. Jawohl. Schön stabil bleiben. Super. Jawohl, gib Gas. Ah. 20 Sekunden. Die letzten 10. 7. 5, 4, 2, 1 und stopp. Sehr schön. Ganz stark, Oskar, sehr gut. So. Boah. Ja, schön Schluck trinken. Hast du die Bauchmuskeln gespürt? Ja. Ja, sehr schön. So, pass auf, wir machen Folgendes. Wir legen uns jetzt die Masse in die Mitte. Und zwar für den schnellen Abschluss zum Schluss machen wir so eine Art Spiegellauf über Instagram. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Alle machen natürlich mit. Und zwar stellst du dich, also ich fange an in der ersten Runde, schön in die Mitte von der Matte. Und wir laufen ganz, ganz schnell hier in der Mitte. Und dann sage ich zum Beispiel vorne, dann gehst du vor, triffst beide Hände am Boden ab, zurück, gehst zurück, triffst beide Hände am Boden ab, Sprung, springst du, aber pass auf die Decke auf, wieder locker laufen, dann links rumdrehen, rechts rumdrehen und das Ganze machen wir über 30 Sekunden Vollgas. Danach bist du dran und du kannst so kreativ sein, wie du willst. Ja, das kann alles sein. Weiß nicht, Purzelbaum, da muss ich aber schnell hier weg. Also alles, auf was du Bock hast, 30 Sekunden lang. Und in der ersten Runde fange ich an. Ja. In der zweiten du, dann in der dritten wieder ich, in der vierten wieder du. Mhm. Abgemacht? Jawohl. Wenn ihr mehrere seid, dann stellt euch trotzdem zusammen auf und macht das Ganze auch zu mehreren. Na klar, es zündet immer die ganze Family natürlich. Okay, erstmal, fang an auf der Stelle. Schön Gas geben. Und vor. Zurück wieder in die Mitte. Rückwärts. Und Gas geben in Start. Und Sprung. Und links rumdrehen. Rechts. Und vor. Und zurück. Und Sprung. Und Gas, 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 schnell. Und vorwärts. Und zurück. Und nach rechts. Und wieder nach links. Und stopp. Cool. Sehr schön. Kurze Pause, durchatmen. Jetzt bist du dran. Okay, 30 Sekunden lang? Ja. In 3 Sekunden geht's los. 2, 1 und Feuer. Sprung. Vor. Zurück.
Jawohl. Rechts herum. Nach links. Nach rechts. Arme strecken. Jawohl. Noch drei. So. Zurück. Und so. Ganz stark. Cool. Okay, mein Lieber, jetzt bin ich nochmal dran. Und wir starten mit einem Purzelbaum von hinten nach vorne. Und dann geht's erst los, okay? Ja. Passt. Jeder, der will, macht mit. Ansonsten fangen wir an mit dem Sprint. Okay, Oskar, auf geht's nach vorne. Und der Sprint. Und Feuer, komm so schnell wie möglich. Und vorne. Jawohl. Und zurück. Und Spruch. Und in die Hocke. Und Spruch. Hocke, Spruch. Und rechts. Und links. Und Gas geben. In den Start. Komm, 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 komm. Sprung. Hocke. Sprung. Und vorwärts. Und zurück. Und Sprung. Und stopp. Jawohl. Sehr schön. Also, wir starten wieder mit dem Purzelbaum vor. Warte. Puh. Oh, der geht Gas, ey. Okay. Ist bereit? Ja. Okay. Los, gut vor. Schnell laufen. Sprung. Passt das? Sprung. Rechts. Super, komm, auf geht's. Nach vorne. Nach hinten. Gas. Sprung. Letzten 10 Sekunden. Aufstrecken, Jammer. 5. 3. 2. Sprung. Boah. Ja. Ja. Yeah. High five, Oscar. Yes. Lauft. Sehr schön. Oh. Ja. Schönes, knackiges Family and Kids Workout am Abend. Wir hoffen, alle hatten viel Spaß. Oskar, wir sagen vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Hast ja schon uns heute Morgen schon die Trainingspläne geschickt. Oder gestern Abend sogar. Richtig nice. Freut uns sehr, dass wir mit dir einen richtigen Fan haben. Unseren jüngsten Fan wahrscheinlich. Ja. Okay, Levi noch. Und ja, an alle anderen, wir hoffen, ihr habt es schön durchgezogen, egal ob ihr Kinder habt ja oder nicht. Wichtig ist, dass die Kids auf jeden Fall Gas gegeben haben mit uns. Lasst uns gern wissen, wenn ihr mehr davon wollt, dann schreibt uns, dann schreibt einen Oscar. Genau, dann geben wir jetzt jede Woche gemeinsam Gas, oder? Ja. Dass wir endlich uns wieder in der Base treffen können. Hättest du Bock auf ein Kindertraining in der Base? Ja. Ja? Sehr cool, müssen wir mal in Ruhe besprechen. Ich habe sogar mal geträumt, dass ich mit dir mit anderen Kindern trainiere. Echt, oder? Also, mega, das ja, ist ja. Perfekt, das müssen wir ja umsetzen. Perfekt, das machen wir. Ja. Cool. Also auch an alle, die jetzt zuschauen, Kids, Eltern, wenn ihr Bock habt, einfach mal bei uns mitzutrainieren. Da in den normalen Einheiten können auch Kinder super mitmachen. Meldet euch bei uns und wenn ein paar Fragen, dann schaffen wir es bestimmt, dass wir auch über Zoom jetzt in der momentanen Zeit nochmal eine extra Kindersession machen. Da lassen wir uns wieder was Cooles einfallen. Schalten wir einen Oscar wieder dazu. Sehen dürfen wir uns ja nicht, aber wenn es dann richtig losgeht mit der Base 5 for Kids Session, dann seid ihr schon alle heiß und richtig fit, oder? Ja. Oskar, dann machen wir unseren klassischen Schrei, du kennst den eh. Tammy und ich brüllen Bass und du brüllst Five und alle anderen brüllen mit, okay? Ja. Alright, Fäust in die Mitte. 3, 2, 1. Bass! Bass! Yes! Ganz stark. Sehr schön. Super, Oskar. Liebe Grüße an meine Freunde, alle von der Bienenklasse, die heute mitgemacht haben. Und ich hoffe, dass wir uns so schnell wie möglich wiedersehen. Ja, yeah, das ist schön. Cool. Super. Alle durch und bleibt ganz aktiv. Dann geht die Zeit schneller vorbei. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.